Nach langer Corona-Abstinenz ist das ein ungewohntes Bild auf dem Messegelände in Essen. Der Flügeltechnische Verband DVS und die Messe Essen haben sich für den jährlichen Kongress des DVS zusammengetan und einen Kombitermin organisiert. Unter dem Titel DVS Congress Powered bei Schweißen und Schneiden ging es bei über 90 Vorträgen und Herstellerpräsentationen im Messefoyer rund um das Thema Fügen. Zusätzlich konnten sich die Besucher über Innovationen, Dienstleistungen und Forschungsergebnisse austauschen. Zum Beispiel zu Stahlbau, additiver Fertigung und Roboterschweißen. Alles mit Abstand und Maske. Wir freuen uns sehr, dass wir nach so langer Abstinenz wieder einmal auf einer kleinen Messe sein dürfen. Dazu haben wir natürlich diesen DVS-Kongress genutzt. Und das ist ein kleiner Test für uns für zukünftige Messen, die jetzt wieder hoffentlich bald besucht werden können. Noch lief auf dem Kongress nicht alles wie immer. Bei den Vorträgen haben die Besucher wegen des Corona-Konzepts feste Plätze eingenommen. Spontane Planänderungen sind so nicht einfach möglich gewesen. Das haben auch die 16 Aussteller gemerkt. Die Besucher konnten fast ausschließlich in den Pausen bei ihnen vorbeischauen. Wir haben noch ein kleines bisschen Problem mit den Besuchern. Das könnte etwas mehr sein, aber wir hoffen, dass in den nächsten Tagen natürlich da noch einige Leute unsere Stände besuchen. Alles war eigentlich anders, als wir es in der Vergangenheit kannten. Es fängt damit an, dass man aus einer gewissen Veranstaltungslethargie ja wieder in das Live-Leben kommen musste. Und dadurch, dass wir jetzt ja die Messe Schweißen und Schneiden in diesem Jahr geplant hatten und diese Veranstaltung sozusagen als Annex für diese Messe geplant hatten, sind wir überrascht worden, jetzt diese Veranstaltung als Standalone-Lösung nach Absage der Messe durchzuführen. Dennoch war bei aller Vorsicht und Distanz die Freude groß, denn endlich kann es wieder losgehen. Endlich trifft sich die Branche wieder persönlich. Diese Veranstaltung hier, da waren wir eigentlich sehr positiv überrascht, dass mit der Ankündigung es dem DVS auch gleich gelungen ist, 90 namhafte Redner hier Vorträge zu organisieren, die hier diese Tage bestücken. Wir haben ja auch einen sehr, sehr positiven Rücklauf, was die Besucher des Kongresses angeht. Und wir haben hier 16 namhafte Firmen, die die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich hier auf der Expo zu präsentieren. Das hat noch so einen wunderschönen familiären Charakter und das ist genau das, was wir uns eigentlich auch vorgestellt haben, dass das der erste Schritt hin in eine gewisse Normalität auch für diese Industrie ist. Und wir spüren auch schon hier reges Interesse aus den Gesprächen für unsere Schweißen und Schneiden, die internationale Leitmesse, die ja dann im Herbst 2023 dann hier wieder wie gewohnt stattfinden wird. Das neue Datum für die internationale Messe rund um das Fügen, Trennen und Beschichten ist der 11. bis 15. September 2023. Das war's von Metalworks TV. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben.